Und morgen um 6.20 Uhr ist die Feuerwehr über die Brandmeldeanlage des Objektes alarmiert worden. Vor Ort eingetroffen stand die gesamte Halle bereits in Vollbrand. Wir haben von Beginn an umfangreiche Löschmaßnahmen durchgeführt. Das hat dazu geführt, dass wir den hinteren Teil der Lagerhalle halten konnten. Dort ist eine Brandwand, sodass die Sortieranlage nicht betroffen ist. Derzeit ist der Brand unter Kontrolle. Wir haben jetzt Nachlöscharbeiten. Zurzeit wird der Restmüll, der noch in der Lagerhalle ist und auch noch nicht ganz abgelöscht ist, herausgebracht mit Radladern der Abfallwirtschaftsbetriebe und diese dann in Container verbracht. Dort werden sie dann mit Wasser geflutet, sodass wir auch alle Brandnester löschen können. Wir haben eine relativ starke Rauch- und auch Geruchsentwicklung hier nicht nur in der Anlage, sondern eben auch im gesamten Stadtgebiet von Münster. Parallel führen wir derzeit Messungen durch im Stadtgebiet Münster, hier in der näheren Umgebung, aber auch im gesamten Norden von Münster. Die Messungen haben keine Ergebnisse geliefert, dass es sich um eine Gesundheitsgefährdung hier handelt. Wir gehen weiterhin davon aus, dass keine besondere Gefahr durch den Brandrauch hier besteht, weil es sich hier um normalen Restmüll oder Recyclingmüll handelt und keine Sonderabfälle. Es geht sicherlich hier um einen größeren Millionenschaden, der entstanden ist. Die Behörden sind eingeschaltet, sowohl was eben die Akutmaßnahmen, die Luftqualitäten angeht, als auch eben die Kontrolle des Löschwassers und auch aller weiteren Schritte, was den Verbleib der Restabfälle in den nächsten Tagen angeht. Für AWM ist das ein sehr trauriger Tag. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen werden verstehen, dass wir da jetzt in nicht allerbester Stimmung sind. Ich bedanke mich aber schon mal ganz herzlich bei den Kollegen hier vor Ort, die sehr besonnen reagiert haben. Und vor allem bei den Kräften der Feuerwehr. Die sind hier sehr, sehr schnell mit 8 Löschzügen vor Ort gewesen. Mehr als 100 Menschen waren im Einsatz, um unsere Anlage zu retten. Die Kernanlage, was die Sortiertechnik angeht, existiert weiterhin. Wir müssen gucken, welche Schäden da möglicherweise durch Löschwasser aufgetreten sind. Die Anlieferungshalle, die wird sicherlich über mehrere Monate wieder instand gesetzt werden müssen.